Hallo, liebe Teamspiel-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von One Military Camp. Ja, ich habe ein bisschen weitergespielt und wir können jetzt hier zwei Missionen hier starten. Ja? Die hier und die hier. Ja, und bei dem anderen fehlen uns die Wüstensoldaten. Genau. So viel dazu. Wir sind wieder im alten Camp. So, ich habe auch was mittlerweile eingestellt und zwar überall habe ich das hier Kaufbestellung automatisch aufgeben. Das heißt, alles was unter 5 Cent ist an Ressourcen wird automatisch nachbestellt. Man kann den Regler dann hin und her schieben, wenn man es möchte. Ich habe jetzt mal 5 Cent drin stehen. Ja, muss passen. Brauchen wir nicht mal selber rumklicken. Auch da ist so ein Haken. Fehlt noch einer. Da ist er drin. Genau. Okay. So, was haben wir hier noch? Ein Fliescher. Okay. Lass uns erwarten, bis die Missionen durch sind. Oh, was haben wir hier wieder? Leider. Hoffentlich gehen die durch. So, Forschung. Doch, wir nehmen das da. Wir nehmen Taucher. Ja. So. Für die neuen Missionen, die wir dann hoffentlich bekommen werden. Können wir Leute einstellen. So. Ein bisschen vorspulen, wenn es geht. Ah, sieht gut aus. Ja. Na komm. Yes! Operation Lawine. Geschafft. Sehr gut. The enemy won't stand a chance against us. Und der nächste. Yes, auch das hat funktioniert. Perfekt. Gut. Yes, sir. All right. Rüber. Copy that, boss. Ja, jetzt wollen wir nur Scharfschützen, ne? Genau, das dauert noch ein bisschen. So würde ich sagen, wir switchen mal wieder rüber in unser Wüstencamp. Oh, versetzbare Soldaten gibt es auch noch. Ach, das ist ja hier. Aha.
Aber den hole ich mal rüber. Ich hatte keinen Job, glaube ich, wenn mich nicht irre. So. Ja, bitte anheuern. Forscher, Sanitäter. Okay. So. Wir gehen mal zurück. Na komm, auf geht's. So. Tja, wir brauchen Wüstensoldaten, aber das Problem ist jetzt, für das haben wir leider okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ah ja. Der ist auch bald fertig. Yes, sir. Yes, sir. Faulheit, das geht gar nicht. Sind die Chemiker, das passt, das ist alles gut. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Roger that. Yes, sir. Na, ist auch noch ein bisschen yes, leider. Sir. Yes, sir. Okay. Oh, den kann man wechseln, bitte, auf sure Intelligenz. Yes, ja, müsst ihr Geduld haben, weil yes, momentan haben wir keine Missionen frei, ne? Das ist das Problem an der Sache. Understood. Copy that, boss. Okay. Understood. Wir denken an Theorie machen, ne? Roger that. Ja. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Was? Wenig Freizeit. Yes, sir. Yes, sir. Das Heilungsgebäude wollen sie haben, meine Herren. Immer dieser Stress. Bisschen Abwechslung. Ich sehe schon. Nee. Gut. Teilige Unterhaltung hier. Im Kino, aber ein Kino haben wir doch schon, oder nicht? Ist denn hier? Boah, wann haben wir aber im Kino nicht, ne? Setzen wir mal hier hin, würde ich sagen. Yes, sir. Oh. Consider it done, boss. Okay. Yes, sir. Sure thing. Yes, sir. Sure thing. Yes, sir. So, wechseln wir mal die Schichten. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sure thing. Yes, sir.
Understood. Yes, sir. Roger that. Yes, sir. Yes, sir. Consider it done, boss. Yes, sir. Copy that, boss. So. Yes, sir. All right. Kein Gebäude, warum hat er kein Gebäude? Oh. Yes, sir. Yes, sir. Auch Forschungspunkte haben wir wieder. Ja, wir können auch Öl bohren, das ist gut. Das machen wir mal. Wunderbar, wir haben einen weiteren Schritt getan, um unser Lager autark zu machen. Dank der Arbeit unserer Forscher können wir nun Produktionsstätten bauen. Die lokalen Lieferanten haben unsere Wirtschaft mit ihren Wucherpreisen in Luft abgeschnürt. Aber jetzt stellen wir unsere eigenen Ressourcen her und sind nicht länger von ihnen abhängig. Ich weiß, was du denkst. Es war sehr bequem, eine Vorrede direkt per Helikopter an den Warnlager zu liefern. Keine Sorge, das haben unsere Forscher bedacht. Mit Förderbändern auf dem neuesten Stand der Technik können wir die schweren Kisten zu unserem Warnlager liefern, ohne dass unsere Leute auch nur einen Finger rühren müssen. Außerdem werden unsere Rekruten in Produktionsstätten arbeiten. Und harte Arbeit stellt den Charakter. Achte also darauf, dass die passenden Rekruten auszuwählen, um die Produktivität zu gewährleisten. Das hier ist schließlich kein Bastelkurs. In den Raffinerien brauchen wir starke Arbeiter. Im medizinischen Bereich wählst du uns zuliebe am besten die Klügsten aus. Der Schiff Munition erfordert Präzision und für die Nahrungsmittelversorgung haben wir flinke Leute, die sich nicht auf ihrem Lorbeer ausruhen. Eine Sache noch, in diesem Lager wird nichts verschwendet. Wenn du zu viele Ressourcen hast, besitzt, solltest du sie an Lieferanten in der Nähe verkaufen. Natürlich werden sie uns die Waren nicht zum Wunsch oder zum Verkaufspreis abnehmen. Sie sind mit allem Wasser gewaschen. Wenn du auf ihren jeweiligen Bedarf achtest, können wir aber trotzdem Gewinn erzielen. Das wäre alles. Weiter geht's. Auf zur Selbstversorgung. Okay. Ja. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich die da rüberhole vielleicht. Die Frau. Wo ist sie denn? Da. Die eine hat doch keine Wohnung, ne? So. Das können wir aufwerten. So. Ja, Wartungsgebäude haben wir. Sanitäter haben wir auch nur einen. Schlecht. Das ist hier, Klinik. Consider it done, boss.
So. Yes, sir. Brauchen Häuser. Passen, ne? Hat keinen Weg, ist schlecht. Schon gehen wir bauen. So. Sure thing. Roger that. So, und noch eins bitte. Okay, wir springen wieder zurück. Unbedingt Wüstensoldaten ausbilden jetzt. Nur zwei bisschen. Yes, sir. Warte mal, das ist blöd, wenn die da. Warte mal, machen das anders. Wir werden die mal. Macht man nur das. Machen das bitte mal. Da kann man keinen Platz mehr, oder? Tatsächlich, warte. So, jetzt schauen wir mal. Ein Ball kommen. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Understood. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Mach mal wieder Kraft, all bitte. Right. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Wir müssen Geduld haben, ne? Hilft nichts. Oh, da drüben habe ich noch nicht eingestellt. Ja, so. Forschungspunkte, haben wir wieder welche? Ja, wir machen hier bei der Schlafklinik weiter.
Dann haben wir hier. Ja, das ist okay. So. Irgendwann mal werden wir diesen Soldaten schon haben, ne? Yes, sir. Copy that, boss. Was sind wir noch? Legend, ne? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, du machst wieder Intelligenz, bitte. Yes, sir. All right. Understood. Yes, sir. Copy that, boss. Yes, sir. Yes, sir. Understood. Dann komme ich weiter hier, ne? Ohne den Scharfschützen da oder den Wüstensoldaten nicht. Wir brauchen Baracken. Ja. Sonst geht es nicht weiter. Der hat sich verletzt, leider. So, jetzt schauen wir mal kurz. Wie wäre das mit dem Bau? Kannst du jetzt selber bauen, ne? Ah, hier. Förderband. Förderbrücke, aber. So. Okay. So, wir schauen wieder. Ja, ich weiß, ich muss wieder ein Gebiet zurückholen, ich weiß. Okay.
Roger that. Understood. Ein Wüstensoldat, ich habe keinen Wüstensoldat. Das sind die einzigen zwei noch hier, die fehlen. Und dann habe ich eigentlich nur noch hier Rot vor mir, Dunkelrot. Haben wir uns getroffen hier, oder? Hier, hier, da sind sie. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir eine Pause und dann geht es diesmal weiter. Und dann warten noch die Mission ab. Warte mal, warte die ab. Müsste funktioniert haben. Und bis zum nächsten Mal. Damit lassen wir nicht vergessen, ne? Ist auch klar. Tschüss.